müssen Sie auch berücksichtigen. Und gerade weil wir heute hier in Mainz sind, Sie sind Zeuge hier von die einzige wie heißt das, Wachstumsrate, den es noch gibt in Deutschland, gibt es hier. Aber gerade in Mainz, wo es immer beim Fasnacht. Wo es beim Fasnacht immer heißt, wollen wir sich einlassen? Heute Abend möchte ich fragen, wollen wir sich dran lassen? Ja. Okay, Rudi. Ein paar neidische Kojaks dazwischen, aber gut. So, jetzt kommt also, die Wette. Jetzt kommt die Wette. Kannst du bitte Platz nehmen? Ja. Jürgen, du darfst zu deinen Models, wenn du willst. Vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank. Und toi, toi, toi für die Mode und für das Friseurhandwerk in Deutschland. Nicht? Danke. Tschüss. Dankeschön. Ja, Frau Sebanke. Vielleicht, wenn Sie sich einen Moment hier hinsetzen möchten, falls das irgendwie möglich ist, denn jetzt gehen die ersten Tipps ab. Wir haben das bewusst etwas klarer erklärt hier jetzt. Wir haben 6 Kandidaten und wir haben natürlich auch unseren Ted zu Hause. Und ich darf nachher nochmal erklären, wer Ted ist. Ich möchte nur schnell jetzt zur Durchführung dieser Wette kommen. Liebe Zuschauer zu Hause, die Sie an Ted angeschlossen sind, wenn ich sage, bitte geben Sie jetzt Ihren Tipp, tippen alle. Meine Frage also nochmal. Bleiben die Haare lang, dann tippen Sie mit Ja, und so würde jetzt Rudi Carrell tippen. Oder bleiben die Haare nicht lang, dann tippen Sie mit Nein. Bitte geben Sie uns jetzt Ihren Tipp. Dennis, bitte tippen Sie auch mit Ja oder Nein. Das war, Herr Doktor, haben Sie auch nicht auf 2 Knöpfchen gedrückt da? Nein, ja. Ja oder Nein. Gut, dann darf ich mir das nochmal angucken. Wir haben jetzt den Rudi, der klares Ja gedrückt hat. Die Haare bleiben lang. Für Nein hat sich der Herr Oberbürgermeister entschieden. Sie meinen, die Verlockung sei doch zu groß, dieses Angebot. Gut, dann kann ich jetzt nur sagen, was hat Ted dazu gesagt? 80% sind dafür, ja bitte. Dankeschön. 20% sind dagegen. 80% von Ted sind der Meinung, ja, diese Haare bleiben dran. Darf ich an der Stelle, wo wir alle so ein komisches Gefühl hier haben und sehr viel Unruhe auch im Publikum merken, sind Sie auch der Meinung hier im Saal, dass die Haare dranbleiben? Ja? Aber nicht zu viel, nicht beeinflussen. Ne? Liebe Frau Sebranke, Sie haben jetzt gleich 10 Sekunden Bedenkzeit. Da gehen wir alle weit weg und Sie sind und ganz alleine. Und nach den 10 Sekunden sagen Sie bloß, ja, die Haare bleiben dran. Oder nein, ich will eine neue Frisur, die Haare gehen ab. Ja? Top! Die Wette gilt! Na? Wo ist meine Stoppuhr? Ich glaube, die 10 Sekunden sind vorbei, ne? Ja? 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 Frau Sebanke, darf ich Sie noch mal bitten, Ihre Haare in aller Pracht zu zeigen? Über 2,50 Meter. Lassen Sie die Haare lang oder schneiden Sie die Haare ab? Ich lasse die Haare lang. Och, bin ich. Ach, bin ich froh. Ach, bin ich froh. Rudi, damit hast du die erste Wette gewonnen und alle, die Ja getippt haben, ich kann nur herzlichen Glückwunsch sagen. Ich muss Ihnen sagen, wir hatten wirklich Angst, weil wir haben uns gedacht, hier geht ein Schmerzensschrei durchs Publikum, wenn hier jemand kommt mit der Schere und ihnen irgendwas antut. Aber Jürgen, ist der Jürgen noch da? Ja, Jürgen, komm schnell her, wickel ihr die Haare wieder ein, bring sie beschützt nach Hause. Ich bin so froh, ich bin stolz auf Sie, Frau Sebanke. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. So. Alle Kandidaten sind jetzt nach oben geschickt worden. Nur unser Herr Oberbürgermeister hat den Sprung nach oben noch nicht geschafft. Hier hat er sich ganz eindeutig und klar vertippt. Wir kommen zur zweiten Wette und jetzt darf ich Sie bitten, Herr Töne, uns einmal zu erklären, worum es bei dieser zweiten Wette geht. Soll ich es schon so formulieren? Ja, sicher. Also ich wette, dass ich höher singen kann als Ivan Rebrov. Das wetten Sie? Das wette ich. Sie wetten, Sie können höher singen als Ivan Rebrov. Richtig.
Sind Sie ein professioneller Sänger? Die Frage muss ich vorher noch stellen. Nein, ich bin reiner Amateur. Und kommen woher? Aus Mülheim, der sympathischen Stadt. Ach so, jetzt fängt er wieder an. Ich glaube, der Herr Oberbürgermeister Jockel Fuchs hätte gerne viele Mainzer, die so viel Werbung für Mainz machen würden. Gut, Herr Töne, dann darf ich jetzt um Folgendes bitten. Auch Ted zu Hause. Herr Töne sagt, ich singe höher als Ivan Rebrov. Das können wir jetzt gleich ausprobieren. Sind Sie der Meinung, das schafft er? Dann tippen Sie ein Ja. Sind Sie der Meinung, er schafft es nicht? Dann tippen Sie ein Nein. Bitte geben Sie uns jetzt Ihren Tipp. So, die unterschiedlichen Tipps werden wir jetzt sehen. Ja, ja. Wer tippt Nein? Rudi tippt Nein? Auch Ja. Gut, also. Herr Töne, Sie tippen auch, selbstverständlich. Sie sind ja davon überzeugt, dass Sie es schaffen. Tippen ein Ja und ich frage meinen Ted. Ted sagt, 77% der Zuschauer sind also der Meinung, er singt höher als Ivan Rebrov. Ich bin sehr gespannt. Herr Töne, darf ich Sie bitten, kommen Sie zu uns. Denn wir haben uns das nicht ganz einfach gemacht. Wir haben nicht nur ein Mikrofon hier aufgebaut, Herr Töne. Wir haben einen sachverständigen Menschen ans Klavier gesetzt. Wir haben ein unglaublich kompliziertes Gerät zum Frequenzmessen mitgebracht. Herr Krause, guten Abend. Wie heißt das Ding? Herr Peter. Das ist ein Signalanalysator, mit dem man also sehr exakt Frequenzen analysieren kann. Gut. Also ist was Schönes, nicht, um rauszukriegen, ob Sie gewinnen. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch eins. Hier fehlt noch einer. Und damit beginnt schon die erste Geschichte. Hat er gekniffen oder nimmt er die Herausforderung an? Kommt er oder kommt er nicht? Vorhang auf für Ivan Rebrov! Guten Abend. Finde ich toll. Finde ich ganz, ganz reizend. Haben Sie sich schon mal gesehen? Nein. Sie begegnen sich zum allerersten Mal. Ja. Herr Rebrov, das ist Herr Töne, wenn ich bekannt machen darf. Töne. Welchen Vornamen darf ich? Wolfgang Töne. Gut, also Ivan Wolfgang Frank, nicht? Hier, der Herr Töne ist der Meinung, er kann höher singen als Sie. Hm. Noch. Noch. Und das wollen wir uns eigentlich gerne anhören. Ich finde das nett, dass Sie die Herausforderung angenommen haben. Wunderbar, ich habe doch immer Sinn für Spaß. Muss ja nicht immer ein Starauftritt sein. Solche spaßhaften Dinge finde ich wunderbar. Ja, was ist jetzt, wenn Sie verlieren, Herr Rebrov? Sind Sie da noch so gut gelaunt? Ich wette mit mir selber, dass ich das gewiss verlieren werde, dieses Spiel. Ja. Denn er sieht mir so aus, er hat so den ganzen Knochenbau. Und er könnte Bruder von mir sein eigentlich. In solchen. Herr Töne. Warum haben Sie sich gerade Ivan Rebrov ausgesucht? Bewundern Sie ihn? Erstens das, ich bewundere nicht nur ihn, sondern vorwiegend seine Stimme, seinen enormen Stimmumfang. Und da dran gekommen bin ich durch Sie, weil Sie mal in irgendeiner Ankündigung für Ihre Show gesagt haben, es gibt Wetten, die sind fast nicht zu realisieren. Zum Beispiel, schafft es einer höher oder tiefer? Ja, ich erinnere mich. Höher oder tiefer als Ivan Rebrov hatten wir damals richtig mal gesagt. Gut, also Herr Töne, Sie sind der Herausforderer. Aufs Ruhe. Aufs Ruhe. Ja, dazu brauche ich einen Fachmann. Pepe, wo ist der Pepe? Pepe, Pepe, setz dich mal ans Klavier. Ich hätte einen schönen Text für euch. Singt doch bitte auf einen Ton, der immer höher geht. Das schaffst du nie. Ja? Hier ist das Mikrofon. Herr Peter, Sie sind so nett und kontrollieren das Ganze. Der Herausforderer beginnt. Top, die Wette gilt. Das schaffst du nie. Dankeschön. Herr Rebrov, bitte. Wetten, dass das mir gelingt. Wetten nicht. Wetten, ja. Dude.
jetzt wird's kritisch. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ja, Moment. Der Kandidat wünscht einen Schluck Wasser. Sekunde bitte. So, bitte. Aber dann kriegt der Herr Rebroff auch einen Schluck. So. Gleiches Recht für alle. So. Oh. Gut. Achtung. Pepe bitte. Ganz ruhig bleiben, Herr Töne, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Jetzt muss ich erst mal die Frage stellen, wer war denn jetzt höher? Ivan hat bis Ass gesungen. Ja. Und er versucht das A, aber das Ass schafft er vielleicht. Müsste man ihm die Chance geben, weil er hat vorher... Nein, nein, er hat ja gewettet, er singt höher. Er müsste dann sowieso höher singen als ein Ass. Okay. Jetzt muss ich aber den Herrn Peter fragen, stimmt es, dass der Ivan das Ass klar gesungen hat und Herr Töne hat es nicht drauf gehabt? Also die letzten wiederholen, damit wir also genau feststellen können, dass er höher ist. Herr Töne, jetzt frage ich Sie, weil wir wollen Sie auch nicht quälen. Sie müssten höher singen und noch höher als das Ass. Unsere Jury hat entschieden, es ist nicht gelungen. Sie sind hoffentlich nicht traurig darüber. Aber dass der Ivan gewinnt, hat keiner von uns geglaubt. Ich auch nicht. Und dass Sie mitgemacht haben, Ivan, Sie kriegen jetzt den Glückwunsch des Herausforderers. Die Wette ist leider verloren. Sie Spaß. Leider verloren. Ivan Rebroff, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön, dass Sie den Spaß mitgemacht haben. Tschüss, Ivan. So, Herr Töne. Nicht traurig.